Wenn mich einer fragt, wie denn das mit den Schulden ist, dann sage ich ihm das, was ich immer wieder sage. Dass mir ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten, als ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr bereiten würden. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das in Österreich sich damals im Parlament entwickelt. Die Kommunistische Partei besitzt gegenwärtig im Hohen Hause die relative Mehrheit und der Umstand, dass sie im Bundesrat über die absolute Mehrheit verfügt, kann nicht übersehen werden. Der Verstaatlichten und der Privatwirtschaft helfen. Das zweite Mal haben sie es abgelehnt, dass man der Privatwirtschaft hilft, den mittleren und kleineren Betrieben, wo über 80% der Lehrlinge beschäftigt sind. Das heißt, die kleinen und mittleren Betriebe sind besonders wichtig zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Und trotzdem haben wir mitgestimmt, um den Verstaatlichten zu helfen. Bitte sag Ihnen offen, Herr Bundeskanzler, und möchte das gar nicht beleidigen, nicht wegen Ihnen, sondern weil dort über 100.000 Menschen beschäftigt sind. Und für uns ist jeder Arbeitsplatz gleich wertvoll. Das rutscht bei mir runter, das hat keinen Stellenwert mehr. Mich interessiert viel mehr, was zu der ganzen Problematik der Bauer, der Arbeiter, der Gewerbetreibende, der Manager, die Österreicher schlechthin sagen, nicht der Medien sagen. Ein Feind, viel eher. Mit der Überreichung des goldenen Ehrenrings beginnen die ausgedehnten Mokke-Geburtstagsfeiern vor dem Abstimmungssonntag. Imam Mosal trägt sich der Oratsfeldner ins goldene Buch des Landes Niederösterreich ein. Heute Abend ehrt die Bundesregierung den Außenminister, den Bruno Kreisky verhindern wollte. Und, als ob es als dramaturgischer Höhepunkt der EU-Kampagne geplant gewesen wäre, am Freitag gratuliert das offizielle Wien Alois Mock zum 60. Geburtstag bei einem Empfang in der Hofburg. Wirklich gefeiert soll am Montag nach dem EU-Votum werden. Trotz Jörg Haider. Bin Sie eigentlich enttäuscht, dass der Dr. Haider so gegen dieses Europa ankämpft und anrennt? Natürlich kann man enttäuscht sein, wissen Sie. In 20 Jahren Politik kommt dann vieles unter. Bayerischer Defiliermarsch für einen österreichischen EU-Gegner. Nach den Krawallen von Hamburg und Bonn sagte Jörg Haider sämtliche Auftritte in Deutschland ab, mit Ausnahme von München. Dort hat die Polizei die Sicherheit am besten im Griff. Außerdem gibt es hier am meisten Zustimmung für Haider und seinen deutschen Freund Manfred Brunner. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das in Österreich sich damals im Parlament entwickelt. Zu sein, dass Ihre Arbeit und Ihre Verantwortungsbereitschaft dem ganzen Volk und dem ganzen Staat zu gelten hat. Ich möchte Ihnen, Herr Bundespräsident, die Erklärung abgeben, dass die Mitglieder der Bundesregierung in der Erfüllung ihrer Pflicht gegenüber dem österreichischen Volk und der Republik Österreich das Äußerste tun werden. Danke im Namen der Bundesregierung für Ihr Vertrauen. Er kriegt da qualitativ was Schlechteres und weiß nicht immer, was er bekommen kann. Ich habe mir da etwas mitgenommen. Das ist eine Joghurtproduktion, eine Joghurtmilch aus spanischer Produktion. Da sind Erdbeeren drauf, da sind aber keine Erdbeeren drinnen. Der Inhalt ist nicht Erdbeeren, sondern der Inhalt sind halt Schildläuse, die also den Erdbeergeschmack bekommen. Thank you.
Menschen. Verbunden durch eine gemeinsame Währung. Der Euro. Unser Geld. Der Euro. Viel mehr als eine Währung. Er sollte ganz Europa näher zusammenbringen. Doch nun stiftet er Streit. Was ist schiefgelaufen? Rückblick. 1999 beginnt die Europäische Währungsunion. Die Europäer haben aus einer Vision eine Realität gemacht. Der Euro wird ab dem 1. Januar starten und das Schicksal unserer Union verändern. Die Verhandlungen waren nicht einfach, zum Beispiel beim Thema Staatsschulden. Man einigte sich auf höchstens 60% der Wirtschaftsleistung. Mehr Schulden sollte kein Euroland haben. So steht das im Vertrag von Maastricht. Zu Beginn funktionierte das. Bei Euro-Einführung hatten die meisten Länder eine Verschuldungsquote von unter 60%. Für einige, Italien und Griechenland zum Beispiel, gab es Ausnahmen. Der Start war gut. Weitere Länder führten den Euro ein. Die gemeinsame Währung vereinfacht den Handel, fördert das Wirtschaftswachstum. Allerdings, so weiß man heute, wurden Fehler gemacht. Volkswirtschaftler sind sich einig. Was nötig gewesen wäre, mehr Koordination in der Fiskalpolitik, in der Strukturpolitik, das existiert nicht. Menschen aufgrund eines Gesundheitssystems, das unter einer SPÖ in den Boden gefahren worden ist, wo man eine Dreiklassenmedizin erlebt, wo man erlebt, dass heute, wenn man vor einer Geburt steht, man nach Tulln geschickt wird, weil in Wien nicht ausreichend in der intensiven Medizin entsprechende Gerätschaften da sind. Das sind alles Entwicklungen, wo man Gangbetten hat, wo man monatelang auf einen OP-Termin warten muss. Das ist Ihre Parteiverantwortung. Und Sie glauben, Sie können den Menschen noch irgendwas verkaufen? Das ist ja Ihre Verantwortung bei aller Wertschätzung. Und genau darum geht es. Und das ist genau unsere Verantwortung. Wir werden das ändern und abstellen, weil wir die Interessen der Menschen ernst nehmen und nicht die Interessen eines Herrn Silberstein, Busenbauer oder... Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das in Österreich sich damals im Parlament entwickelt. Nicht nur den Computern übergeben, sondern auch die Antwort der Computer erhalten. Und Herr Professor Dr. Bruckmann, was sagen uns die Computer? Meine Damen und Herren, ich weiß, dass Sie mit viel Spannung auf diese Ziffer jetzt warten und die Spannung wird aufrecht bleiben. Dazu gewonnen. Ja, es ist sicher so, dass wir den großen Erfolg, den wir erzielt haben und der auch für meine Vorstellungen und für meine Erwartungen ein großer ist, ein unerwartet großer ist, den Jungen in erster Linie verdanken, denen wir dadurch aber auch besonders verpflichtet sind. Wir verdanken diesen Erfolg aber auch einem geradezu epochalen Durchbruch ins Dorf. Mandatsverteilung ÖVP 78, SPÖ 81, FPÖ 6, zusammen 165. Nehmen wir uns einmal zur Kenntnis, dass Sie seit meinem Weggang, ob es Ihnen jetzt passt oder nicht, bis zur Stunde in der FPÖ nicht eine einzige neue Idee entwickelt haben. Und das ist Ihr Problem. Das heißt, Sie haben sozusagen eine Deckelung des Denkens in der FPÖ verordnet, weil da kommt nichts mehr. Und ich mache mit meinen Freunden im BZÖ neue Initiativen, über die wir jetzt reden sollten. Das heißt, hier reden wir ja von Absichtserklärungen, während wir hier in Kärnten beispielsweise, dort, wo wir die Verantwortung tragen, das auch wirklich umgesetzt haben. Und ich glaube, dass wir eine gute Politik in Kärnten gemacht habe, die es nicht notwendig macht, diese primitiven Akzente, die Sie jetzt gesetzt haben, auch den Österreichern zu zeigen. Denn eines zählt immer noch, Handeln ist mehr als Reden. Und das tun Sie. Rückgrat und Charakter, glaube ich. Und das sollten Sie sich auch sehr nachdenken. Da gibt es noch ein kleines Geschenk, ein Rückgrat. Das, was meines Erachtens auch in der ganzen Finanzkrise übersehen wird, ist, dass ja in Wirklichkeit die Banken, ob jetzt europaweit oder weltweit, eine unrühmliche Rolle gespielt haben. Und das ist zwar schön, wenn der Herr Molterer mit dem deutschen Finanzminister telefoniert, aber dann sollte er ihn vielleicht einmal fragen, welche Rolle die Deutsche Bank gespielt hat. Die Deutsche Bank hat zu einem Zeitpunkt,
wo schon klar war, dass es faule Kredite gut verpackt von Europa, von Amerika nach Europa gegeben hat, hat die Deutsche Bank noch diese Produkte in den österreichischen Banken und Versicherungen verkauft und hat zu diesem Zeitpunkt bereits Wetten auf Verlust abgeschlossen. Das wird auch massive Prozesse in Deutschland jetzt nach sich ziehen. Genau. Jetzt frage ich mich, was können wir von denen lernen? Von denen können wir überhaupt nichts lernen. Ich halte nichts von neuen Institutionen in Europa, denn die haben in Wirklichkeit jetzt schon nicht funktioniert. Wenn mich einer fragt, wie denn das mit den Schulden ist, dann sage ich ihm das, was ich immer wieder sage. Dass mir ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten, als ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr bereiten. Auch wenn es an der menschlichen Tragödie nichts ändert, die Untersuchung des Unfallherganges brachte heute zwei bemerkenswerte Erkenntnisse. Erstens war Jörg Haider sofort tot und ist nicht, wie die Ärzte gestern meinten, auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Und zweitens war er viel zu schnell unterwegs, mit 142 km/h, erlaubt waren 70. In Kärnten war heute am Tag danach ein Trauertag. Unzählige Menschen sind auch heute zur Unfallstelle und zur Kärntner Landesregierung gepilgert. Es ist einer von den Christen gewesen, von uns. Und ich glaube, das muss man ein Danke so. Das war machen. Das tun, was für uns Sozialdemokraten das Entscheidende ist. Wir werden kämpfen für eine faire und gerechte Gesellschaft, aber auch man hat mir gesagt, ich soll das nicht sagen, aber ich tue es trotzdem, weil das nicht Bundeskanzler-like ist. Aber das Begrüßungskomitee war schon interessant. Manchmal habe ich das Gefühl, da gibt es Leute, die sind politische Selbstmordattentäter, die sich einsam in einer Telefonzelle in die Luft sprengen. Seit Jahrzehnten in Österreich eine Entwicklung, wo von ehemals im Jahr 1973 30.000 muslimischen Mitbürgern durch eine Zuwanderungspolitik, wo die Bevölkerung nicht gefragt worden ist, ob sie das will, wir heute 700.000 muslimische Mitbürger haben in Österreich. Und in einem vom Integrationsministerium veröffentlichten Bericht von Adnan Aslan heißt es, ich zitiere, intellektuelle Salafisten und politische Islamisten sind die dominierenden Gruppen in der islamischen Kindergartenszene. Ich habe eine Frage an den Herrn Nobathofer. Ich bin österreichischer Staatsbürger, bin stolz darauf, dass ich hier meine Matura machen darf. Ich habe meinen Präsenzdienst abgeschlossen und bin angehender Student. Ihre Partei, vor allem Ihr Parteiobmann, ist ja Weltmeister im Hetzen gegen den Islam, weil ich bin selber Moslem. Und warum sollte ich in 8 Tagen ein Kreuzel bei Norbert Hofer machen und nicht beim Herrn Alexander Van der Bellen? Danke. Herr Hofer? Also, wenn Sie der Meinung sind, dass die FPÖ eine Partei ist, die gegen den Islam hetzt, dann bin ich nicht davon überzeugt, dass Sie bei der FPÖ ein Kreuz machen sollten. Das hat meine Frage noch nicht beantwortet. Schauen Sie, ich könnte es natürlich Ihnen erzählen, das Blaue vom Himmel. Ich schätze den einzelnen Muslim. Ich habe auch Freunde, aber ich bin nicht der Meinung, dass der Islam ein Teil von Österreich ist.